Hallo! Das ist die Nightshot-Funktion, deshalb sehen wir ein bisschen verrückt aus. Wir gehen jetzt zum Abendessen in the City. Okay, die City hat nur 2 Restaurants und 3 Häuser, aber egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Abendessen und ihr kommt natürlich mit. Man hat hier immer so eine Taschenlampe im Schrank, damit man sich sicherer fühlt. Weil Conny is watching you, der Monster Lizard könnte überall sitzen. Ich komme mir so ein bisschen vor, wie hieß das? Da in dem Wald? Blair Witch Project. Wow. Wir finden aber auch so The Ring. Wir sind jetzt im Ort, im Dorf, in der City angekommen. Und wir gehen abends am liebsten hier in dieses Restaurant, ins Rapture Seafood. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen. Wartet, ich zeige euch nochmal das Schild. Hi. Hi. Weil es hier einfach total leckeres Essen gibt. Guck mal, da gehen wir hin. Seht ihr das? Da. Da oben. Ich bin im Fernsehen. Hallo Mutti. Das sieht jetzt ein bisschen europäisch aus, aber das ist nur die Vorspeise. Erkennt man, dass es Zeit ist, einen Abflug zu machen, wenn so viele Boote in der Bucht sind. Seht ihr das? Heute ist nämlich Sonntag und ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute Hauptausflugsziel diese Insel ist. Total viele Boote, total krass. Ich kann die gar nicht alle zählen, es sind bestimmt 40 Boote. Und das Krasse ist, es sind noch mehr Menschen da. Deshalb ist es ganz gut, dass wir jetzt heute abhauen. Die Zeit hier war absolut mega. Wir haben so eine coole Zeit gehabt. Ups, das schwankt hier ganz schön. Nicht, dass ihr denkt, dass ich betrunken bin. Das ist dieses Ding hier. Das wackelt ganz schön arg. Ups, ich darf nicht den Anschluss verlieren. Nachher fährt das Boot ohne mich. Wir fahren jetzt mit der Fähre rüber zum Chalong Pier und dann geht's weiter nach Phuket Airport. Und von Phuket Airport geht's nach Khao Lak in das neue Hotel. Ihr seid natürlich mit dabei. An dieser Stelle nochmal Dankeschön, Koratra, es war wundervoll. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat. Also ich kann dieses Hotel nur empfehlen, diese Insel, super schön. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich finde mein Boot überhaupt nicht. Hier sind so viele Boote. Menschen, Boote, noch mehr Menschen. Lauter Verrückte. Ganz im Ernst, die sind alle bekloppter als ich. Ich dachte mal, ich bin die Bekloppte. Aber heute bin ich hier definitiv nicht die Bekloppteste. So, tschüdüt. Nur Verrückte! Also wenn ich eins in den letzten Tagen hier auf dieser Insel gelernt habe, ist es, trage immer eine Schwimmweste. Egal, ob du im Wasser bist, außerhalb des Wassers, ob du auf einem ATV fährst oder auf einem Fahrrad, ob du im Taxi fährst, egal wo du bist, beim Essen, Mittagessen, Frühstück, trage immer eine Schwimmweste. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die das machen, aber da heute relativ viel Seegang ist, deshalb werden wir auch länger brauchen, ziehe ich die jetzt mal an. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass mich das Ding von mir saufen abhält, wenn ich wirklich ins Wasser falle. Good morning! Wir sind gerade aufgewacht und haben jetzt die erste Nacht im The Sands in Khao Lak geschlafen. Komplett andere Hotelanlage, also gar nicht so viele Bungalows, die so verteilt sind, sondern tatsächlich so ein kleines Hotelresort. Aber trotzdem irgendwie super schön, weil was ganz, ganz anderes, eben nicht so auf der einsamen Insel, sondern das ist halt direkt in Khao Lak. Das heißt, man hat so ein bisschen City, es sind viel, viel mehr Menschen da. Daran müssen wir uns erst wieder so ein bisschen gewöhnen, weil auf der Insel waren ja irgendwie keine Menschen, also außer die Tagestouristen, aber die sind ja wieder gefahren. Und hier rennen jetzt tatsächlich auch ganz viele Europäer rum und das war auf Koh Rachai ja nicht so ganz so. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man diese Insel wirklich ausspricht. Manche sagen Koh Raya, Koh Racha, Koh Racha, Koh Rachacha. Keine Ahnung. Egal. Als wir hier gestern ankamen im The Sands, da war das Wetter halt echt ziemlich bescheiden. Es war total zugezogen und Gewitter, es war am Regnen und dann sieht halt immer alles so trist und grau aus. Aber jetzt gerade sind wir aufgewacht und die Sonne ist so durch die Scheiben gefutzelt und geblinzelt und geblitzt. Ja, jetzt habe ich mich gerade auf unseren kleinen Balkon gestellt und mal geguckt, wie es denn so aussieht. Und bei Sonnenschein sieht alles immer direkt wieder viel schöner aus. Wir sind beim Frühstück. Und ich zeige euch jetzt mal, was es hier alles Leckeres zu essen gibt.
Ist halt ein ganz anderes Hotel als das Ratscha. Alles ein bisschen größer. Ein paar mehr Kinder, ein bisschen mehr Familien. Aber das Frühstücksbuffet ist echt super, super gut und total reichhaltig. Reichhaltig, ich habe gesagt, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Naja, ihr wisst, was ich meine. Mach dir mal deinen Kaffee in deiner Tasse. Oh, hier gibt es so Kinderteller. Vielleicht möchte ich heute von einem Kinderteller essen. Was ich ja so mag, ist, dass es hier immer frisches Obst gibt. Schon fertig aufgeschnippelt. Ich bin ja so jemand, ich mag Obst total gerne. Aber wenn du mir da eine komplette Ananas oder Wassermelone hinlegst, dann esse ich das nicht. Ich esse das nur, wenn das frisch aufgeschnippelt ist. Deshalb greife ich jetzt hier mal zu. Die halten mich nicht bekloppt wegen der Früchte am Teller, sondern wegen der Kindertasse. Na, und wie wünschst du dir da jeden Morgen? Nein. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Pool Access Room. Ich werde euch den Raum auch von innen nochmal zeigen, aber jetzt wollte ich euch erstmal den kleinen Pool hier zeigen. Das ist nämlich super cool. Man fällt im Prinzip einfach nur aus dem Zimmer raus und schon ist man im Pool. Das ist morgens total cool, wenn man direkt nach dem Aufwachen hier einmal ins Wasser springen kann und es ist total erfrischend. Man kann hier auch auf der Terrasse rumliegen, wenn man keinen Bock auf Leute hat oder wenn man keine Lust hat, an den großen Pool zu gehen. Und das da vorne ist unser unaufgeräumter Terrassenbereich. Marcel ist immer super ordentlich, der faltet immer alles und legt es schön in den Schrank und ich schmeiße immer alles einfach schön auf einen Haufen. Aber einer muss ja ordentlich sein. Außerdem, wie wäre das mit den Chaoten? Das Genie regiert das Chaos oder so. Ich bin ein klassischer Fall von. Ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt schaffe, auf diese Mauer zu hüpfen. Yeah, ich hab's geschafft. Heute machen wir so einen Chili-Willy-Tag hier auf unserer kleinen Terrasse am Pool. Nachher gehen wir noch ins Städtchen. Da drehe ich übrigens für euch noch ein Video, und zwar das Top 5 Thailand Food Video.